Dragoon, Freunde, uns läuft die Zeit davon. Wir müssen schnell handeln, sonst war unsere ganze harte Arbeit für'n Arsch. Gehen wir nochmal den Plan durch. Zuerst kommt der Kuhn-Film. Danach kriegt Super Craig seinen Film und verbündet sich dann mit dem Kuhn im Human-Kite-Film kurz vor dem Start von Kennys Netflix-Serie. Wieso habe ich nur eine Netflix-Serie? Ich will auch einen Film! Hast du doch! Du bist im dritten Kuhn in Friends United, nach deiner Serie. Ja, aber er meint seinen Solo-Film. Krieg ich einen Solo-Film? Nicht jeder kriegt einen Solo-Film. Dieser Franchise-Plan ist kacke! Ja, und Timmy hatte recht, wir sollten mit dem Tupperdose-Film anfangen. Mit einem schwarzen Superhelden anfangen? Bei Marvel gibt's einen schwarzen Superhelden. Ja, jetzt! Die haben das jahrelang vermieden. Wir machen's genauso. Erst kommen die echten Menschen und dann der Schwarze in Phase 3. Unser Franchise sollte aber inklusiver sein! Ja, Alter! Wir fangen mit einem Schwarzen und einem Mädchen als Helden an. Dann würden die Leute uns voll bewundern, weil wir... Ach komm, hör auf! Was denn? Du willst doch nur Minderheiten als Helden, damit du dich selbst besser fühlst. Nein, darum geht's nicht. Okay, J.J. Abrahams. Oh, du bist also auf Cartmans Seite. Wir sollten mit den besten Charakteren anfangen, anstatt auf politisch korrekt zu machen. Tupperdose ist einfach nicht der beste Charakter. Besser als ein scheiß Humankind. Er ist nur für diesen Plan, weil er 2 Filme in Phase 1 kriegt. Leute, wir müssen uns an den Plan halten. Wir haben noch nicht mal einen Film. Mach das doch, dann starten wir einfach unser eigenes Franchise. Ja. Ja. Oh, ihr wollt also Civil War? Ja, Civil War, fick dich. Fick dich, raus hier. Unser Franchise wird viel mehr einspielen. Als ob. Ihr kommt nicht mal durch die erste Phase DC Comics. Ich dachte, Civil War wäre erst in Phase 3. Als Maul, Super Craig.